Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Pongo Boss Let's Play zu Minecraft ins Punkt 20.1, glaube ich noch. Und ja, ich möchte ankündigen, oder ich habe es schon angekündigt natürlich, dass ich jetzt dann parallel noch einen Vanilla, also Java Edition 1.20.4 wahrscheinlich, Server betreibe und dort auch Let's Plays mache, mit auch ein bisschen Rollenspiel, vielleicht ein bisschen mehr dann. Mit euch spielen oder Let's Playen, Livestreamen und so Sachen. Und ja, ich freue mich natürlich riesig auch auf dieses Projekt, weil schon dieses Haus sieht sehr gut aus und jetzt das Rathaus wird gebaut. Ich habe eben noch kurz ein bisschen gewartet. Ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Es war schon spät am Abend, in der Nacht. Und ja, so in der Nacht um 2 Uhr ungefähr war das. Und hatte dann nur noch so ungefähr eine Stunde, bis ich eingeschlafen bin. Jo, habe hier ein bisschen gewartet, habe hier ein paar Bäume ja, gefällt und angepflanzt. Dann habe ich hier einen Zaun gemacht und habe noch ein bisschen gefischt. Sind noch wieder tolle Fische hier drin, aber wir kommen nicht mehr so gut raus. Jo, und der Server wird ja jo, nicht gut geleitet, also ich werde schauen, dass natürlich auch Datapacks entwickelt werden. Ich hoffe, jemand kann das machen. Oh, sorry. Natürlich kaputt machen. Und, jo, können vielleicht versuchen, hier rauszukommen, direkt zu unserem Platz. Jo, das geht gut. Sehr schön. Wunderbar. Ja, und ich freue mich natürlich riesig, wieder mit anderen Spielen zusammen zu spielen. Es gab richtig tolle Spiele damals in den Twitch-Livestreams. Habe ich einen guten Server gehabt. Mehrere. Aber vor allem, ja, der eine war super. Mit dem, ja, Städte bauen. Ah, okay. Woher kommst denn du, hä? Diese ollen Bienen sind sie immer sehr, sehr fleißig am Bienenwaben pflanzen. Sehr schön. Ja, eine neue Axt musste auch her. Und ja, ich habe eben so richtig Lust auf Minecraft bekommen. Also eigentlich schon immer, aber nie so richtig Zeit gehabt für große Projekte. Das letzte Jahr. Außer da im März noch. Und ja, im Sommer gab es doch noch eins, glaube ich, irgendwann mal, wo ich nicht so fit war. Und auch die Spiele ein bisschen gefehlt haben, weil ich natürlich ja, nicht mehr so einen guten Techniker im Hintergrund hatte, der alles anstellen konnte. Ich hoffe, ich kann jetzt langsam wieder, also der Leon, der kann sicher jetzt ein bisschen besser alles einstellen. Vielleicht mehr Lust, weil die Welten auch ein bisschen abgetrennter sind. Also ja, in Freebuild-Welt kann man auch im Rollenspiel machen. Und in der Streamer-Welt sind halt einfach die Streamer und Let's Player. Und das muss einfach gehen, oder solange kann man nicht so gut streamen und Let's Playen. Da einfach ja, die Verbindung ein bisschen fehlt dann. Aber wir werden einfach mal in der normalen Rebuild-Welt einfach mal ein bisschen beginnen zu streamen. Und wenn dann Leute da sind, die wirklich helfen können und es auch machen, können wir dann die Welt machen. Dann gibt es wahrscheinlich auch wieder noch mehr. So, da habe ich irgendwas in der Nase anbrennen. Gut. Jo. In der Kiste hier links habe ich die Sachen reingemacht, wo ich einfach zwischen den zwei Parts jetzt gesammelt habe. Ja, so viele Fische habe ich nicht gefangen und habe die NPC Inventare geleert. Die haben sicher wieder etwas dabei. Wenn ich so Bäume ja, abernte, dann sammeln die das ein, oder? Wenn ich nicht alles einsammle. Ja, da, die Äpfel habe ich ihm reingetan. Damit der etwas zu essen hätte, aber es wirkt wahrscheinlich nicht als Essen bei denen.
Jo. Und der zweite, das ist der zweite. Oder bist du der? Ja. Du bist der zweite, genau. Jo, und sie geht eigentlich immer ein bisschen weiter weg da. Hallo? Wie heißt denn du? Ren, genau, Ren. What's it today then? Ist nicht ein Star Wars, never Ren? Eine Ren gibt es dort. Oder einen Ren. Weiß gar nicht. Ich schaue zu wenig Star Wars. Ich war Mandalorian-Fan, habe Mandalorian geschaut, aber da machen die alle nicht mit. Ja, aber was brauchst du jetzt? Du brauchst gar nichts, du machst nur Pause. Ja, und ich habe auch zu wenig Zeit für immer Videos zu schauen. Genau, ich wollte ja noch mit Gravel die Wege machen, aber habe noch keine Zeit gehabt. Wir haben überhaupt kein Gravel. Hier. Okay. Easy. Genau, der eine, der braucht noch ein paar Sachen, stimmt. Der wartet auf ein paar Sachen, die er nicht mehr sagt. Und das sind die zwei Sachen. Aber noch mehr. Und zwar, sagst du das nochmals? Eichenholzzauntor und Eichenholzzaunhalter. Also ein Tor müssen wir nochmal. Gut. So, manchmal ist es nicht ganz so klar, was man genau braucht, wenn man es schon mal gesehen hat oder weggeklickt hat, eben auch. Das reicht ihm, glaube ich. Ich hoffe, jetzt geht er wieder weiterarbeiten. So. Sollte eigentlich jetzt wieder weiterarbeiten. Ich hoffe nicht, dass dass die Zauntore auch noch braucht. Er hat ja schon. Ah, okay, das heißt wahrscheinlich, er braucht wirklich 44. Okay, leider nicht so klar. Hä? Ich gebe ihm nochmals 44. Genug haben wir ja. Weil der braucht sicher bald wieder mehr. Und dann hat er es einfach da in der. So, er wird wahrscheinlich jetzt die Sachen rauslegen. Nö, er geht mit diesen Soundhorn. Den, okay. Und die anderen Sachen, die überschüssig sind, macht er. Ja, nimmt er auch mit. Okay. Sehr gut. So, ich habe gedacht, ich mache noch ein Livestream vielleicht heute Abend, wo ich noch ein bisschen weitermache, das Dorf, oder? Weil es sind jetzt gerade momentan, glaube ich, vier Häuser noch im Bau. Ich mache jetzt zuerst das Holzfällerlager, das geht diesen Part natürlich nicht mehr. Und den Steinbruch und dann die vier Häuser und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder bei. Wieder, wenn ich dann ein paar mehr Häuser habe. Wahrscheinlich nicht alle, die ich jetzt auch gesagt habe. Aber jo, dass wir natürlich wieder Neues sehen. Und auch mal wieder etwas anderes machen können. Nicht nur ein Dorf machen, gell? Ja, ich habe irgendwie eine Erkältung gerade gehabt. Also nein, einfach ein bisschen von der trockenen, mega kalten Luft. Die herrscht bis zu minus 6 Grad bei uns am Dienstag. Und jetzt sind es ungefähr minus 1, 2 Grad. Und die Luft ist so mega trocken. Es war, glaube ich, der trockenste Winter. Also vor allem das letzte Jahr war das trockenste, also vor allem der Sommer. Und das tut halt nicht so gut manchmal. Nein. Nein. Frage, wie das mit seinen Jump'n'Run-Künsten. Hey, dummes NPCs. Jetzt ist es aber auch viel leichter geworden. Naja, wenn sein Block höher ist, dann verschätzt man sich gerne ein bisschen.
Part wird zu einem Jump'n'Run. Auf das Bett. Wing. Bouncen. Ich hätte gerne bounced. Wow. Ja, genau. Ich wollte noch sagen, wir haben, glaube ich, eines von der Community ausgewählt, ein Baustil. Und deshalb ist es so schön. Jo, ich denke, normal wurde auch schon viel mal überarbeitet, sicher auch viel schöner. Ja. Oh, die hat eine Kraft, eine Ausdauer, wow. Aber dafür ist sie beweglich und anpassungsfähiger. Was ist das? Für wie sie etwas aushält, wahrscheinlich oder so. Also so Gewitter, Regen oder so. Du kannst einen Apfel haben. So, damit du auch etwas hast. Okay. Die Bienen waren fleißig. Jo, wir haben. Wie ging das so? So. Blub. Die machen. Ah nein. So muss ich machen. Bisschen denken. Bisschen lenken. So. Holen wir noch sonst mehr Blumen? Ja, die brauchen nicht mehr Blumen. Wir haben ja noch Blumen. Die großen einfach. So. Ja, okay, das Gras war im Weg. Klar. Ach, schön, die Blumen. Die weiblichen Bienen mit ihren schönen rosa Blumen. Ah, da gibt es ja ganz viele Blumen. Habe ich gar nicht gesehen. Ich mache mir kurz mal auf den Weg ein bisschen hier ringsum, um genau diese Crops hier zu haben. Also die muss ich wegen dem Holzfällerlager wegmachen. Eventuell tut er die Sachen nicht einsammeln, weil die ja von einem anderen Mod sind. Gibt es manchmal in Mods oder in Spielen auch, dass manche Sachen nicht erkannt werden. Hier, ja, muss man dann schauen, wie ich das am besten... Ja, da brauchen wir ein bisschen Zeit. So, ich tue mal den hier weg. Oh, Litschi. Kaktusfrucht, okay. Kommt der weg? Was ist das? Chickpea! Das ist sicher wieder etwas Mexikanisches. Chickengewürz. Eine Erdbeere. Okay. Frühlingszwiebeln? Nein, natürlich. Wildrüben. So, also, was haben wir hier noch? Lentil. Aber wir haben neue Sachen. Ich glaube, ich habe bald aber alle. Was bräuchte ich noch irgendwo so von Mesas oder so? Irgendwie ganz etwas Trockenes. Ich noch nicht. Also mache ich die Sache mal hier oben rein. Tun wir alles Grünes mal da oben rein. Ja, Fische sind nicht grün. Natürlich sind die grün. Gehören zu essen. Leder auch. Eier auch. Ja, das Holz aber nicht, das sind Blöcke. Erde ist auch kein grünes Zeugs.
So logisch, oder? So mega logisch. Also ist er gleich fertig. Oh, das Dach sieht wieder imposant aus. Ist ein bisschen zu breit hier auf der Seite. Von hier. Ja, es geht. Aber ich habe eine schöne Ding gemacht. Also mir gefällt es. Bisschen japanisch. Fine afternoon, isn't it? Ja. Ich weiß. Also nicht für 2 Wochen. Der betreibt nur. Aber er braucht irgendwas, Can I help aber. you? Er sagt nicht, was er braucht. Ja, sonst bekommen wir sicher einen neuen über, wenn er kein Haus findet. Er baut halt so langsam. Er ist schuld. Ja, immerhin schneller als wir spielen. Er kann ja cheaten. So, also komm, bau weiter. Ist bald dunkel. Ist erst morgen. Wir haben erst geschlafen, ja. What can I do for you? Ja, sorry. Späterinnen. Ja, du hast aber ein Setting geklaut. Okay, du hast mir geholfen, die einzusammeln, bevor sie die spawnen. Die werden alle wütend. Wie schnell muss man das arbeiten lassen? Werde doch einfach alle Bauarbeiter. Genug Waren habe ich. Genug Baustoff. Also hopp, hopp. Tali Dani. Irgendwie macht er gerade What nicht is it? weiter. Jetzt muss ich herausfinden, was er braucht. Ah, 14 Treppen. Gut, ich habe es immerhin gefunden, wo das angelistet ist. Ah, zu wenig Holz. So, hier hast du das Doppelte. Mehr als das Fine Doppelte. afternoon, isn't it? Los, arbeite. Und sag mir nächstes Mal, was du willst. Immer nachzuschauen in diesem Fenster. Tja, ja. Da wäre ich schon wieder das. Jetzt ist seine Good Axt day to wieder see you. kaputt gegangen. Great to see you. Is there a problem? Bist du fertig? Sieht nicht so fertig aus. Muss ich nochmals das Gebäude zum Bau geben? Okay, so viel Eichenholz. Okay. Und jetzt hast du wieder etwas zu wenig. Ich glaube, ich muss so langsam wieder mal fällen. Ein bisschen nachkommen, wie viel er auch braucht. So. What's it today then? Ja, und jetzt? Good to see you. Okay.
Eine Schaufel könnte gebrauchen. Oder hat doch das hier drin? Ja. Gut, ah, jetzt geht er wieder weiter arbeiten. Tut irgendwie einen Baum fällen? Ich tue Baumbäume fällen. Ja. Also. Ist jetzt gar nicht so gut nach oben, aber hat wahrscheinlich wieder eine Schicht gemacht. Ja. Hast du genug noch? Wie ist das? Aha, jetzt braucht er die Half Steps noch. Oben drüber schräg. Oder brauchst du noch mehr Treppen? Er hat irgendwie wieder ein Problem. Ja, wow. Also 64 werden das nicht, das wären 40. Ja. Gut. Sonst hast du nichts mehr. Er braucht immer einige Zeit, um das Verstehen, das er jetzt hat. Da, Eichenholztreppen. Genau. Wir sind Dalli Dalli, Mann. Schöner Baum. Der passt eigentlich, aber der Weg muss dorthin. Ich muss langsam das Gravel holen und wir müssen nebenbei noch arbeiten. Der Part ist aber auch schon lange. Und jetzt, was macht er? Jetzt oben. Ja, eindeutig. Dumm die Dumm, ich bin dumm. So, jetzt baust du wieder nichts, bis dann wieder hier kommt. Aha, noch die Zäune auf der Seite, klar. Und jetzt hast du wieder etwas nicht. Oder holt die Schaufel jetzt. Aber er braucht ja die Schaufel nicht, vielleicht die Axt. Oder es ist fertig. Es ist noch nicht fertig. Ja, holt mehr Sachen. Okay. Ja, es ist ein bisschen anstrengend. Kann ich verstehen. Gut. Ich glaube, wir gehen doch jetzt noch schnell Gravel holen. Um ein bisschen vorzuplanen. Ja, das Gebäude schaut nach rechts, also das ist eigentlich, ja, egal in welche Richtung es schaut. Wir müssen also hier einen Weg machen und rechts einen Weg durchmachen. Eigentlich ringsum, um das Rathaus einen Weg machen. Ja, sieht am besten aus. Also wer jetzt sowieso gerade schlafen geht,
oder stehend schlafen geht, sozusagen. Gehen wir mal schauen, ob wir viel Gravel haben. Okay. Die Puppe hat ihre Schrift im Weg gehabt. Ja, Kies. Kies. Da ist nochmals Kies. Schade, dass ich nicht mehr Suche habe. Das wäre doch viel besser. So. Da ist auch Kies. Nein. Ja, ja. Ich tue einen reintun an Stick. Kies. Damit ich noch im Notfall habe, wenn ich irgendwie etwas noch baue. So, und dann tun wir mal. Also hier müsste ich die Kisten wegmachen. Was haben wir gesagt? 2 breit. Ja, muss ich einfach die Kisten ein bisschen verschieben. Ah ja, ich wollte ja Eisenkisten bauen. Wir haben jetzt auch gerade sonst keine Kisten mehr. Die habe ich ja abgegeben. Mal schauen, ob das so geht. Scheinbar schon. Ja. Boah, kostet aber sehr viel Eisen. Also, dann tun wir mal das Lager doch. Also hier geht der Weg durch. Wir tun einfach mal das Lager hier hin. Ach, die kann man gar nicht zusammen machen. Okay. Also, dann machen wir doch mal die Kiste kaputt. So. Sortieren die Sachen mal die erste Truhe rein. Ja, machen wir die Truhe noch gleich mal rein. Damit die hier nicht despawnen können. So, dann machen wir schön hier die Hilfen hin. Das ist schön, so eine Doppeltruhe zu haben mit einem. Ja. Deiner Truhe schon. So, Gold. Ich könnte Gold eigentlich gut dann farmen im Nether vielleicht. Vielleicht auch nicht so gut, je nachdem, wegen den neuen Monstern, aber. Sollte eigentlich kein Problem sein und ich finde auch sehr viel Gold. Ja, das Kies muss ich ja nicht mehr. So. Die hat sicher ein paar Items geklaut. Muss ich also wieder aus dem Inventar tun. So, wunderbar. Ja, was macht denn diese Eisenspitzhacke hier? Die habe ich irgendwo mal eingesammelt. Aber nicht genutzt und so. Ja, ich sollte vielleicht zuerst alles rausnehmen und dann kaputt machen. Ich glaube, sie hat jetzt gerade etwas eingesammelt. Ja, sortieren tue ich noch mal. So. Ey, nicht alles klar. Es wird alles geklaut. Great to see you.
Wo sind die Sachen? Hat es die andere geklaut? Die da. Und die habe ich ja angesprochen. Aha. Da ist der Klauer. Hä? Oh, Styx. Gut, aber immerhin. Hey, gib mal an. Mein Händler, hallo. Zeig mal Waren. Tierschsetzling. Okay. Immer der größte Schrott. Okay. Die Bienen sind fleißig. Die Menschen nicht so. Also, dann machen wir doch mal hier so den speziellen Zeugs rein. Hier eben das Grünzeug. Weg damit. Ja. So. Ja, Sticks können noch hier rein. Gut, und ja, vom Weg jetzt müssen wir kurz schauen. 1, 2. Also hier einfach mal ein bisschen anfangen. Wollen wir ihn 3 breit machen? Was haben wir gesagt eigentlich dort? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Dann sind es 2 breit. Ja, machen wir hier wieder Erde hin. So, jetzt mal die Bäume weg. Jo, der Part ist von der Zeit her genug lang. Also machen wir im nächsten Part weiter. Hallo, will nicht Esel zerschneiden, ne? Nein, 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 nein. Sinnlose Sachen, aber kann man schön irgendwas bisschen farmen, bisschen aufstocken. Gut, dann geht der Weg also hier durch. So, machen wir doch gerade Höhe. Ja, jetzt fehlt einfach hier ein Block. So. Ja, ziemlich gut. Dann kommt hier also noch ein Haus hin. Machen wir hier einfach Wohnhäuser in der Nähe vom Rathaus. Ja. Und das Haus sollte eigentlich jetzt fertig sein dann. Braucht vielleicht noch kurz etwas. Ja, also das machen wir im nächsten Part. Ja. Schon wieder Eichenholzstämme. Okay. Gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.